Herzlich willkommen in meinem Dance District, diesmal wieder in Berlin. Letzte Woche hatten wir ja schon Westbam im Interview. Der Fernsehturm hat Ohren. Jedenfalls behaupten das diese zwei Jungs. Wer das genau ist, das seht ihr jetzt in ihrem Steckbrief. Es geht um Lexi und K-Paul. Ich werde die zwei gleich erstmal besuchen gehen. Aber ob der Fernsehturm wirklich Ohren hat, das seht ihr jetzt in ihrem Clip. Der Fernsehturm hat Ohren. Herzlich willkommen, Karl Paul, hier bei Dance District. Sag mal, wo steckt eigentlich Lexi? Wenn ich das mal wüsste, die Pfeife. Der hat mich angerufen, der ist irgendwie im Urlaub, habe ich das Gefühl. Okay. Der Sophie O. nach Kuba, Griechenland. Und jetzt muss ich hier das Ganze irgendwie machen und das verärgert mich gerade. Weil man muss ja eigentlich seine Termine immer wahrnehmen, aber der Lexi macht das nicht. Und, aber was gut ist, das Gute ist, dass ich dadurch alles selber reden kann, also meinen ganzen Scheiß loswerden kann und endlich mal keiner dazwischen labert. Also für mich ist es gut auf jeden Fall. Also ich, eigentlich finde ich es sogar viel besser. Und ich sag dir, Lexka Paul gibt's bald nicht mehr. Das ist die letzte Sendung, weißt du? Okay. Wir sollen in Kuba bleiben, weißt du? Okay, ihr habt's gehört. Wir haben Karl Paul hier, aber ich denke mal, du hast auf jeden Fall genug zu erzählen, was interessant ist. Ich habe viel bessere Sachen zu erzählen als der Lexi. Also, ja, okay. Ich bin nämlich ein viel lustigerer Typ als der. Ah, verstehe. Ich will ihn jetzt nicht dissen. Also ich will jetzt nicht, dass da irgendwas gegen den entsteht, aber also ich bin ein sehr lustiger Kerl und ich werde ganz viele lustige Sachen erzählen. Prima. Vor allen Dingen, was mich sehr interessiert, dieser Platz hier, also diese Bar, Markthalle, Restaurant, Bar, bedeutet ja ziemlich viel für dich so. Du kommst ja schon lange hin. Erzähl mal. Also für mich, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt, ich habe früher hier um die Ecke in so einem Kellerloch, jetzt ruft der Lexi an, warte mal. Hey. Jetzt ruft er an. Hey, du Pfeife. Ich mach die Sendung ganz alleine. Tschüss. Nee, also jetzt mal weg. Jetzt ist der auf jeden Fall weg. Klar, ich mache jetzt die Sendung echt allein. Mit dir zusammen. Wir kriegen das auf jeden Fall gut hin. Und warum ich immer hier herkomme, weil ich war früher hier um die Ecke im Kellerloch, in so einem Studio. Und habe da immer musiziert, habe immer irgendwelche Lieder gemacht, die keine Sau hören wollte irgendwie. Ich bin immer hierher gekommen, habe immer ein französisches Frühstück gegessen, weil, weil es so günstig war und ich mir nicht mehr leisten konnte. Habe immer geträumt, hier ein leckeres amerikanisches Frühstück zu essen, was ich mir damals nicht leisten konnte. Heute kann ich mir sogar ein Armbrot hier leisten. Ja, geil. Und, nee, und die waren immer so nett, also ich kenne die hier und dann war ich fast jeden Tag hier und dann war es wie so ein zweites Wohnzimmer für mich. Aber ich habe gehört, es gibt jetzt einen Kinofilm und diese Markthalle, dieses Restaurant ist nachgebaut worden. Absolut. Es gibt und irgendwie ein Freund von dir von Element of Crime hat das Buch geschrieben. Erzähl mal, das also ist sehr spannend. Genau, der Sänger von Element of Crime, Sven Ring, hat einen Bestseller geschrieben, das heißt Herr Lehmann. Und das wurde jetzt auch verfilmt mit Detlef Buck und Christian Ulm in einem riesen Kinofilm. Der kommt jetzt auch bald raus. Und da wurde dieser Ort hier, da geht es um diese Markt, um das Weltrestaurant Markthalle. Und der wurde tatsächlich, dieses Ding hier wurde in Köln nachgebaut, original, um Wahnsinn. Dort zu drehen. Also finde ich geil. Wir sind ja hier in Kreuzberg. Gibt es ja noch andere Stellen, so, wo du ganz gerne hingehst? Ja, gibt's warum noch? Kreuzberg? Du wohnst ja nicht hier. Ja, ich habe mal früher hier gewohnt, sehr lange. Da musste ich hier abhauen. Weil so viele Differenzen, weißt du, ich bin ein Verbrecher. Dann musste ich hier mich verdrücken mal für kurze Zeit. Und ansonsten war ich halt noch im Görlitzer Park oft. Da bin ich immer so meine Runden gerannt, so ein bisschen Sport gemacht. Dann habe ich hier um die Ecke mein Fußballteam, Hundelunge Kreuzberg. Da spiele ich jeden Freitag Fußball. Immer noch? Immer noch. Das ist, komme ich immer hierher, trinke hier noch was und gehe dann rüber. Ich bin da der Stürmerstar, also ich schieße immer mit einem Pfeilrückzieher oder Hackentrick mache ich immer Tore. Im Kickern bist du übrigens auch ganz gut. Im Kickern bin ich noch viel besser, aber dort bin ich auch gut. Ja, klar. Im Moment gibt es ja so diesen totalen Osthype irgendwie in allen Fernsehsendern. Wo gibt's den? Irgendwie in verschiedenen Fernsehsendern. Ach so, okay. Werden irgendwie Sendungen gezeigt. Es gibt diesen Film Gut bei Lenin. Meinst du, es liegt daran? Ja, es kann schon daran liegen. Ist ja schon lange her. Also. Es ist sehr lange her. Ich bin ja natürlich aus dem Osten. Aber ich habe den Film gesehen. Ich fand den jetzt okay, aber mich nervt es, wenn ich die übertreibe. Also dann spielt ein westdeutscher Schauspieler einen ostdeutschen Dings. Das fand ich so. Der kriegt bestimmt Preise und gewinnt.
ich freue mich schon, wenn es einen Osthype gibt, weil es ja mich an meine Jugend erinnert. Aber manchmal, also Sonderlee konnte ich jetzt nicht so lachen wie die Westler drüber irgendwie. Also, gibt es irgendwie ein Lieblings-Ostprodukt so, was so... Lieblings-Ostprodukt, ja, die Kettwurst. Was ist das? Kettwurst? Ihr würdet Hotdog sagen, aber es ist keine richtige Hotdog. Es ist so ein Brot, wo es aber nur von einer Seite reingesteckt wurde. Aha. Mit so, also sieht, ist ähnlich wie ein Hotdog, aber hinten zu irgendwie. Wie ist das eigentlich so hier in der Berliner Musikszene? So, kennt ihr euch alle untereinander? Zum Beispiel Chicks on Speed oder Mia? Kennt ihr euch? Macht ihr Sachen zusammen? Also wir kennen schon viele jetzt. Die beiden Acts sind jetzt so, die kennen wir schon, aber jetzt nicht so gut. Okay. Also wir kennen dann eher so die Turntable Rocker oder okay, Westbam, klar, weil das ja unser Papi ist. Und ich kenne sehr viele, weil ich ja hier groß geworden bin. Und da alle nach Berlin kommen, oder viele von den ganzen Musikanten, weil es ist ja kaum noch ein Berliner hier, die ganzen Leute kommen ja nur von außerhalb. Und da lernt man sich zum Beispiel in solchen Sachen wie in der Markthalle, lernst du immer wieder irgendwelche neuen Leute kennen. Irgendwie. Hier in der Markthalle sind auch immer viele Künstler, hier, Musiker. Zum Beispiel hier hinter dem Tresen arbeiten ganz oft irgendwelche Leute, die... Dein Bruder arbeitet auch hier. Mein Bruder arbeitet, gestern Abend war der hier, also schade, sonst hätten wir den jetzt auch noch mal hier reinnehmen können. Mir fällt auch noch gerade ein Element of Crime. Ja. Das sind Freunde von dir, hast du mit denen auch wir haben auch tatsächlich ein Lied in diesem Herr Lehmann-Film, ist auch ein Lied von uns mit drin, weißt du? Und das hat er gesungen, der Sänger von Element of Crime, Sven Regner, das heißt Oder Beides, auf unserem Album Eastern Boys auch mit drauf. Also mit dem haben wir auch ein Lied gemacht, logischerweise. Alright, so, das war's bis hierher. Wir sehen uns gleich wieder mit Kai Paul. Wir sind zurück mit Kai Paul von Lexi und Kai Paul. Und wie habt ihr euch getroffen? Wie wir uns getroffen haben? Das ist eine gute Frage, die wurde ich schon sehr oft gefragt. Und ich kann sie dir natürlich wieder erzählen. Wir haben uns in einem Club getroffen, im Sage Club. Aha, okay. Haben uns gerangelt um eine Frau. Ach Quatsch. Ja, wir haben uns gekeilt um so eine Frau, wurden beide rausgeschmissen. Und, gerangelt, ich weiß nicht, so schlimm war es auch wieder nicht, aber für die ist es schlimm genug, dann sind wir rausgeflogen. Das Mädchen hat keine, ich kenne die nicht mal, die haben wahrscheinlich einen Dritter bekommen irgendwie. Und dann fanden wir uns erst voll scheiße, aber dann haben wir uns später im Spirit-Büro aus Versehen wieder getroffen. Ich dachte, was ist denn das für ein Vogel und der wahrscheinlich, das für ein Heini. Und haben irgendwie gelacht und irgendwie haben wir uns auch gedacht, wir machen Musik, also vom Feind zum Freund sozusagen eigentlich. Aha. Zuerst fand ich den scheiße und der mich, glaube ich, auch. Aber jetzt lieben wir uns, auch wenn er jetzt im Urlaub ist. In Kuba sich die Haut bräunt und ich hier ackern muss, aber ich finde es ja gut. Ich arbeite ja gern mit dir hier. Als ihr euch getroffen habt, so war dann direkt klar, wer was macht, welchen Part? Das ist natürlich so. Lexi legt ja auf, also er macht Live-Gigs und du produzierst mit ihm zusammen im Studio. Wir machen zusammen, machen wir das. Ihr legt zusammen auf? Zusammen. Nein, nicht auflegen. Ich kann dir das mal kurz erklären. Okay. Der Lexi ist der DJ, deswegen war es immer schon klar, weil er ist nicht unbedingt der Musikant, er kann jetzt nicht irgendwie die Noten spielen, das kann ich, sondern ich kann das produzieren. Und sozusagen ist er der DJ bei uns, der so Samples anbringt, ein paar Ideen, und wir machen das dann zusammen. Und live spielen wir dann jetzt auf der Electric Kingdom Tour oder egal wo. Dann habe ich so ein paar Samples und so Musikgeräte und so mache die Beats ein bisschen und er legt dazu auf und es ist dann so ein Zusammenspiel. Also wir spielen schon zusammen irgendwie sehr viel. Und es kommt ziemlich gut an, also weil es sehr dynamisch und so ein Bruder ist, meiner Meinung nach. Aber macht ihr auch eigene Projekte so unabhängig voneinander, dass du Remixe machst, er macht Remixe? Also tatsächlich wollen die meisten Leute schon eher einen Lexi-Kapaul-Remix, aber wenn, manchmal mache ich auch nur einen Kapaul-Remix, wenn jetzt er das Lied scheiße findet und ich es gut finde. Klar, und er hat auch, glaube ich, schon mal mit so Jungs von Autotune auch mal ein Lied gemacht, also so ein bisschen, aber im Endeffekt ist unser Hauptding schon Lexi-Kapaul. Also nebenher macht man seinen Spaß mal schon ein bisschen, aber die Band ist schon das Wichtigste. Electric Kingdom Tour steht jetzt an. Ja. Wo seid ihr überall? Oh, da sind wir in Deutschland? In Deutschland, Würzburg, Saarbrücken, Berlin natürlich, Dresden, Magdeburg, Bad Doberan, Zürich, Polen, in Stettin, in Polen. Aha. Dann noch in Amsterdam, Utrecht, das ist bei Amsterdam. Aha. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ich freue mich da sogar jedes Jahr wieder drauf, weil es immer sehr gut ist. Es macht viel Spaß, du mit vielen anderen Künstlern zusammen. Ja, mit Westkünstlern, mit HDH, das ist halt immer irgendwie, du bist so eine ganze Crew, kommst da hin, da hast den ganzen Abend, ist der Sound, den wir alle machen, bestimmt dann den Abend. Nicht so vor dir irgend so ein komischer DJ, der irgendeine Scheiße spielt. Das ist halt so, ist dann die ganze Zeit der Musikstil, den wir gut finden. Und die Leute finden es, glaube ich, auch gut. Und deswegen ist es so erfolgreich. Und wir machen jetzt jedes Jahr eine Tour und jedes Mal wird die immer besser. Und das finde ich
Das zeigt ja, dass es nicht irgendwie, also dass es einen Sinn macht. Es gibt ja auch eine Compilation dazu. Es gibt eine Compilation. Dieses Mal ist deine aktuelle Single, Dancing, die Hymne. Stimmt. Man nicht vergessen. Gut, dass du es mir sagst, genau. Stimmt, das Dancing ist die Hymne zu dieser Electric Kingdom Tour. Genau. Und zur Compilation natürlich auch. Ja, genau, das finde ich natürlich sehr nett. Wie seid ihr darauf gekommen? Wer kam mit der Idee? Wer hatte die Idee für den Vocal? Der Westbam und die Plattenfirma, also weil die unser Lied gut finden und sich sagen, es wäre natürlich gut, wenn wir ein gutes Lied als Hymne haben. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ey, nimm mal mein Lied als Hymne, das haben die selber entschieden, aber wir waren schon mal vor 2 Jahren die Hymne zu Electric Kingdom. Also scheinbar finde ich es immer so ganz gut. Ja, haben wir ein Händchen wahrscheinlich für, ja genau. Und die Vocals für Dancing, wie sind die entstanden? Die Dancing Vocals hat eine Sängerin aus Berlin gesungen, so ein Nachwuchstalent, oder nee, ist eigentlich kein Nachwuchstalent, ist eine sehr gute Sängerin. Wie heißt sie? Jasmin, die hat das eingesungen irgendwie. Und ja, mit der machen wir öfters mal was zusammen. Jetzt gar nicht so live, sondern die ist so, die kommt immer vorbei, wir machen mit der Lieder und... Könnte es sein, dass sie irgendwann mal mitkommt auf Tour oder beim Live? Wir haben uns da, die singt eigentlich sonst immer so R&B und Hip-Hop und so. Verstehe. Und deswegen, das ist ihr Ding und deswegen, wir machen da immer nur Lieder, das finde ich voll geil. Wir machen Studio und dann so, wir wohnen gleich um die Ecke vom Studio, es geht immer rasch so. Und singt halt sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Clip jetzt mal an. Würde ich auch sagen. Zu deiner, zu eurer aktuellen Single, hier ist für euch Dancing. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Golden Beats. Das heißt, ihr könnt auf onyx.tv eure Lieblings-Dance-Klassiker wählen. Wer letzte Woche gewonnen hat, das seht ihr jetzt. Aha. Gekommen, ein weiterer sehr erfolgreicher Künstler bei Low Spirit. Hey nochmal. Hey. 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 Habt ihr vielleicht Lust, unser berühmtes Dance District Wortspiel mit mir zu spielen? Ich werfe euch 10 Begriffe zu und ihr antwortet ganz spontan. Hört sich spannend an. Auf jeden Fall. Dann schieße ich mal los. Low Spirit. Hardy Hard. Musik. Benjamin von Stuttgart Barre. Leseratte. Currywurst. Konopke. Pommes Frites. Heidi Klum. Katjes. Urlaub auf Sardinien. Geil. Geld? Brauchen wir nicht. Okay. Herbst? Anfang. Amiga? EP. Commodore. Okay. Der Papst? Komisch. Sieht aus wie ein Hirsch auf der Jägermeisterflasche. Nina Hagen? Cosma Shiva. Nimmt mich mit. Okay. Ja. Das war schon. Das waren schon 10 Stück. Können Sie auch was fragen? Ja, gerne. Schieß los. Kicker. Fußball. Okay. Super. Okay, du bist der Bessere, wäre noch besser gewesen. Habt ihr denn jetzt vielleicht Lust, irgendwie mal so hier ein Game irgendwie für mich zu starten? Für dich? Genau. Um dich. Um dich. Oder um mich. Okay. Oh Gott. Adi? Der verliert, der kauft dir eine Flasche Sekt und trinkt sie mit dir aus. Wo denn? Wo du willst. Scheiße, da muss ich ja verlieren. Auf der Parkbank? Nein, in einer Bar. Okay. Aber, genau, das ist eigentlich gut. Traust du dir das zu? Ich traue mir das alles zu, ja. Okay, dann schießt mal los. Viel Glück. Yes, ich habe gewonnen. Partsequenzer. Okay, Paul hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde jetzt mit Hardy Haas einen trinken gehen. Wie? Warum? Wir gehen nachher noch feiern. Wir quatschen gleich noch ein bisschen und danach gehen wir feiern. Ich gewinne und darf nicht, oder was? Du glaubst ja nicht, dass das Zufall war. Ah, wie er durch Lawine. Verstehe. Man gewinnt und darf nicht was trinken gehen. Das ist ja scheiße. Dafür feiern wir nachher noch alle zusammen, oder? Ich weiß auch nicht. Oh, komm, wir überreden dich gleich noch. Okay. Wie sieht das eigentlich aus? Wann kommt deine Single? Dancing? Aua, du hast mir in den Sack gehauen. Du bist ein schlechter Verlierer, ich wusste es. Aber, Vorsicht! Aber ich hab dicke Eier, deswegen ist kein Problem. Also, meine Dancing-Single ist nicht meine, das ist die Lexika Paul-Single, also mit dem Partner, der im Urlaub ist und der heute nicht da sein konnte. Das kommt am 13.10. raus.
Und wenn es die Leute gut finden, das Dancing-Lied, dann können sie da in den Laden gehen und es nicht downloaden, sondern kaufen. Richtig, ganz wichtig, nicht downloaden, unterstützt solche tollen Künstler wie Lexi und Cat Boyle und Hardy Hart natürlich. Auch das wäre sehr nett. Und unser Album gibt es nämlich auch sogar, wenn wir jetzt schon so bei so einem Werbefernsehen hier sind, dann kann man das auch kaufen, so sagt man das da, oder? Wie heißt das Album? Warte mal. Nee, Eastern Boys heißt es. Eastern Boys. Weiß es, genau. Und da gibt es eine Single, die heißt Dancing, am 13.10. raus. Geht, checkt es aus, den Start und kauft ihm so genau. Nach Hause, bla bla bla. Ich bin ein bisschen traurig jetzt, weil nämlich der Hartsequenzer jetzt mit dieser jungen Dame was trinken gehen darf, obwohl ich ihn 10-3 abgezogen habe. Also das verstehe ich nicht. Hier, du hast sie wieder falsch gemacht. So. Wir gehen nachher noch feiern und ich lade dich dann ein. Okay? Komm. Okay. Alles klar. Okay, Madame? Bis später. Wow, ein Gentleman. Herzlich. Paula. It's so lovely. Stereo 33 Bar in Friedrichshain. Was ich dich mal fragen wollte, so, du hieß früher mal Hartsequenzer und jetzt Hardy Hart. Wie kam das? Also ich nenne das immer gerne im Zuge der Deschubladisierung. Das bedeutet im Prinzip nichts weiter, als dass man irgendwann keine Lust mehr hat, auf bestimmte Sachen reduziert zu werden. Das heißt, ich hatte als Hartsequenzer einige Hits, die waren zu einer Zeit, als die Rave-Musik super schnell war und dann gab es halt so die Zeit, wo die Musik hat sich weiterentwickelt, ich hatte das Gefühl, ich habe mich auch weiterentwickelt und hatte einfach keine Lust mehr, ständig diese Fragen zu beantworten, warum ich denn jetzt das nicht mehr so mache, wie ich das vor ein paar Jahren gemacht habe. Und da habe ich ganz schnell gesagt, ich Hardy Hart, New Start. Das klingt gut. Jetzt gibt es ja auch was ganz Neues am Start, und zwar deine neue Single Tell Lie Vision. Heißt das irgendwie für dich, dass du eigentlich so Medien irgendwie als Übermacht empfindest und irgendwie auch denkst, was so in den Medien erzählt wird und im Fernsehen stimmt nicht immer? Ist irgendwas damit zu tun? Ist da eine Message dahinter? Ja gut, also das ahnen wir ja alle irgendwo, dass man nicht alles für bare Münze nehmen kann, was in den Medien gesagt wird. Zumal ich auch finde, dass die Medienvielfalt absolut nicht ausreicht. Also man müsste sich mal ein Beispiel an England nehmen, wo also die ganze Musik, was da nun Erfolg hat und was nicht, viel mehr von verschiedenen Zeitschriften entschieden wird und nicht nur von ein oder zwei Musiksendern, die quasi dafür verantwortlich sind, ob irgendwas Erfolg hat oder nicht. Einfach weil viel mehr Zeitschriften da sind und die Leute die Zeitschriften lesen. Television ist eigentlich eher so entstanden, dass der Afrika Bambaataa unter anderem, wer es nicht weiß, Erfinder des Wortes Hip-Hop gewesen ist, der aber im extremsten Maße an Verschwörungstheorien glaubt. Also der glaubt zum Beispiel, die gesamte englische Sprache ist unterwandert von Begriffen, die die Illuminati geprägt haben. Also das würde zum Beispiel schon losgehen bei Hello. Also man sagt Hi, wenn man sich begrüßt. Man sagt Hello, sagt man im Grunde schon Go to Hell and Stay Low. Aha. Oder auch Library. Das hat irgendwas mit Lying in a Berry zu tun. So meinte der dann auch Tell Lie Vision. Das haben die sich auch ausgedacht. Also Television, da kann man ganz schön Lügen verbreiten in Visionen. Und da haben wir uns so, während wir so produziert haben, so darüber unterhalten, weil er fing dann so an, er hätte mal im Flugzeug gesessen, wäre über die Berge geflogen und dann hätte er so Eingebungen gehabt. Wie war denn die Arbeit mit Afrika Bambaataa? So, arbeitet ihr öfters zusammen? War das das erste Mal? Ja, also der Bambaataa ist natürlich ein totaler Love Parade Fan. Und der kommt immer zur Love Parade und dann ist er noch ein paar Tage da und dann gehen wir mal ins Studio und dann nehmen wir ein paar so Tracks auf. Und jetzt ist natürlich meine Aufgabe, dann ein ganzes Album fertig zu machen. Das ist auch im Prinzip fast fertig. Ich muss nebenbei auch noch mein Album machen und eins habe ich jetzt gerade schon fertig gemacht. So von daher Wie ist heißt das? Das Fat Burner, Chemical Reaction Food, ist so meine Beat-Fraktion. Lasse ich mich so total aus, was so Rhythmik angeht und ja, und das Hardy Hart Album, das ist halt immer Hardy Hart Party, Party Hart. Cool. Und ja, das Serious B ist ja das Projekt mit Afrika Bambaataa, da wird dann auch der Max ein Stück mitgemacht haben. Und, Max von Westbam. Der West. Westbam. Einige mache ich und die meisten mache ich. Jetzt steht ja auch bald die Electric Kingdom Tour an, auch mit Westbam, Lexi und K-Paul. Das ist unsere familiäre Spielwiese. Freust dich wahrscheinlich auch sehr. Da freue ich mich immer drauf. Da freuen wir uns alle drauf, weil also
man kann, wenn man mich jetzt zum Beispiel fragen würde, was mache ich lieber, produzieren oder auflegen, und dann muss ich halt sagen, ich bin in erster Linie DJ und genauso bin ich aber auch Musikproduzent, und wenn ich das eine nicht hätte, würde das andere keinen Sinn machen. Wenn du so viel unterwegs bist, so viel produzierst, viele Remixe machst, so, wie sieht das eigentlich in deinem Privatleben aus? Hast du da noch Zeit? Hast du eine Freundin? Habe ich eine Freundin? Ich habe natürlich immer mal eine Freundin gehabt, so. Das lässt sich leider aber nicht immer vereinbaren, wenn die Freundin zum Beispiel noch selber den Anspruch hat, eine Eigenkarriere zu verfolgen, dann lässt die Aufmerksamkeit... Im gleichen Business was anderes? Okay. Dann lässt die Aufmerksamkeit irgendwo nach, und jeder hat aber den Anspruch, dass er die Aufmerksamkeit vom Partner kriegt, die er erwartet. Und wenn man aber... kann man dem anderen dann vorwerfen, er nimmt seine Karriere zu wichtig. Was ich natürlich nicht gerne auf mir sitzen lasse, ich lasse mir dann auch nicht gerne sagen, dann musst du dir halt eine Freundin suchen, die dich für deinen Beruf liebt, weil das ist es nicht. Ne? Also man muss sich schon irgendwo auf den anderen einstellen. Jetzt würde ich sagen, jetzt sehen wir erstmal ein schönes Video von dir. Möchtest du es ansagen? Darf ich mir eins wünschen? Darfst du eins wünschen von deinen eigenen Videos? Ja, und zwar nehmen wir dann mal Here Comes the Sound. So, ihr Lieben, das war's leider schon von unserer heutigen Dance District-Sendung aus Berlin. Ich hatte heute zu Gast Kai Paul und Hardy Hart. Lexi konnte leider nicht, denn er ist im Urlaub. Viele Grüße nochmal an dieser Stelle und nochmal vielen Dank an die Jungs. Wir hatten einen mega schönen Tag. Jetzt gibt's aber noch ein riesen Gewinnspiel für euch. Wenn ihr eine Karte gewinnen wollt fürs 3001 in Düsseldorf zur Electric Kingdom Tour, dann beantwortet einfach nur diese einfache Frage, die lautet: Wie heißt die Hymne zur diesjährigen Electric Kingdom Tour? Es gibt 3x2 Karten zu gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf onyx.tv gehen. Dort findet ihr alle Infos. Ich werde jetzt noch ein bisschen feiern gehen mit Kai Paul und Hardy Hart. Gute Nacht, bis nächste Woche und tschüss. Jetzt muss ich nochmal. Das war mal die Freude. Du hast gewonnen, 10-0. Dann geht nochmal los. Ich werde sie gleich erstmal besuchen gehen. Ihr müsst einfach nur auf onyx.tv gehen und dann seht ihr jetzt die Gewinner der letzten Woche. Scheiße, war es jetzt zu lang oder was?